Manuel Grünhagel, das war eine heiße Kiste hier am Schluss, ein Elfmeter in der 90. Minute plus 90 plus 4. Ich würde sagen, das war heute ein glücklicher Erfolg. Ja, ich glaube, beide Mannschaften hatten im Spiel ja Phase, wo sie dominanter waren. Koblenz kam auf jeden Fall völlig zurecht zum 1-1. Und dann war es ein Spiel, das durch den Lucky Punch entschieden wurde, glücklicherweise für uns. Aber trotzdem sage ich, dass es in Teile vom Spiel nicht unverdient waren. Wir haben alles reingeworfen, dass wir wieder oben dran kommen. Und jetzt sind wir wieder voll im Geschehen dabei. Und ich denke, die andere Mannschaft wissen, wenn sie jetzt patzen, dass wir bereitstehen. Also was die Punkte anbetrifft, ist heute alles im Soll. Die 3 Punkte sind eingefahren. Was mir weniger gefallen hat, muss ich mal ansprechen, ist die Sache, dass wenn ihr ein Mann mehr auf dem Feld seid, dass ihr dann diese Überlegenheit nicht, den Mann mehr nicht ausspielen könnt. Ja, das ist irgendwie Krankheit seit 10 Jahren, seit ich hier bin. Ich weiß nicht, was es liegt. Es ist immer so klar, wenn du ein Mann weniger bist, irgendwie weckt das doch in dir nochmal ein bisschen Kräfte. Und vielleicht im Unterbewusstsein bei der Mannschaft, die zu 11 ist, ja, jetzt kann ich vielleicht ein paar Prozent weniger machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall was man ansprechen müssen und was man versucht besser machen. Aber nichtsdestotrotz immer froh, dass wir heute gewonnen haben. Was wir immer oder öfters immer bemängeln beim FK Pirmasens ist, dass vielleicht zu wenig Fußball gespielt wird und zu viel gekämpft wird. Wir kennen das noch aus der Regionalliga, wo wir auf die zweiten Bälle immer gehen mussten, gegen spielstarke Mannschaften. Auch die Koblenzer haben heute probiert, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, das hat auch mit diesem, erstens mal mit dem Wind heute zu tun und vor allem mit dem Platz wie für Ostern gemacht. Da könnte ein Osterhase drüber hoppeln. Ja, ich glaube, über den Platz müssen wir nicht mehr viel sagen. Das wird sich in den Jahren hier nicht mehr groß ändern. Trotzdem wusste man, wir müssen die Tugenden in die Waagschale werfen, die uns stark machen. Und es ist dann einfach so, wenn man gegen spielerisch stark im Mannschaft spielt, dass man über den Kampf komme und dass man 90 Minuten kämpfen könne. Und ja, das haben wir heute versucht und ich denke, es ist dann ganz gut gelungen. Und deinen Worten entnehme ich, dass ihr noch trotz allem noch oben angreifen wollt, obwohl ihr 6 Punkte Rückstand hattet. Ja, aus 6 wurde jetzt 3. Im Fußball ist alles schnell möglich. Man hat es gesehen, bei uns am Anfang von der Saison sind wir durchmarschiert. Auf einmal kam eine Delle. Genauso kann es umgekehrt kommen, dass die Mannschaft, die jetzt oben stehende Delle haben, wir müssen dann einfach für uns gucken, dass wir unsere Spiele bestmöglich beschreiten und dann gucken wir, für was am Ende reicht. Und es stünde ja eigentlich noch eine Revanche gegen Schott-Mainz auf. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren gute Duelle, wichtige Duelle immer. Und ja, ich glaube, wir haben sie jetzt 2-mal vor der Brust. Und da wollen wir uns so ein bisschen revanchieren für das, was in den letzten Jahren war. Für das Pokal aus im letzten Jahr. Ich danke dir, Manuel. Weiter so. Stadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.